Willkommen an euch alle zu unserem zweiten Modul in unserer Schulungsreihe rund um das Thema Satellitenfernerkundung. Heute werden wir uns damit beschäftigen, wie man Satellitendaten visualisiert und analysiert und werden uns in diesem Zuge das Programm QGIS genauer anschauen und ein Basiswissen rund um das Thema GIS und QGIS aufbauen. Aus unserer Perspektive wäre es sehr wichtig, dass ihr nach der Schulung in der Lage seid, zu erklären, was ein GIS ist und wozu es im Kontext der Satellitenfernerkundung eingesetzt wird und auch grundlegende Bearbeitungen von Satellitendaten in einem GIS durchführen könnt. Jetzt können wir direkt loslegen mit Wissensbaustein 1. Das ist für diesen spezifischen Wissensbaustein, was ihr danach wissen solltet und erklären können solltet. Darüber hinaus solltet ihr auch in der Lage sein, den Nutzen von GIS für die Satellitenfernerkundung etwas ausführen zu können und auch Unterschiede zwischen Raster- und Vektordaten aufzählen zu können. Für diejenigen, die nicht wissen, was Raster- und Vektordaten sind, das erklären wir euch natürlich auch. Beginnen wir mal mit dieser ganz grundlegenden Frage, was ist eigentlich ein GIS? Für die Frage, was ist ein GIS, haben wir euch ein kurzes Video erstellt. Film ab, viel Spaß! Was ist ein GIS? GIS steht für Geografisches Informationssystem und ist ein Typ von Computerprogramm, ein Werkzeugkasten, der dabei hilft, unterschiedliche Arten von räumlichen Daten, wie zum Beispiel Satellitendaten oder Luftbildaufnahmen, darzustellen und zu bearbeiten. Mit einem GIS ist es sehr viel leichter, diese Daten zu verstehen. Die Werkzeuge im GIS helfen uns nämlich, Muster, Beziehungen und Trends in den Daten zu erkennen. Wenn man die richtigen Daten zur Verfügung hat, kann man mit Hilfe eines GIS zeigen, was war, was ist und was sein könnte. Zum Beispiel, wie sich die Waldflächen in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, welche Standorte aktuell das größte Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energien haben oder auch, wie man durch geschickte Planung mögliche Schäden durch zukünftige Naturkatastrophen minimieren kann. Somit ist ein GIS eine wichtige Anwendung für viele verschiedene Themenfelder und wird genauso in der Industrie wie auch in der Verwaltung oder in Nichtregierungsorganisationen genutzt. Ein großer Vorteil vieler GIS-Anwendungen? Man braucht für sie weder Programmierkenntnisse noch einen dicken Geldbeutel. Denn es gibt eine große weltweite Gemeinschaft, die dafür sorgt, dass viele GIS-Anwendungen niederschwellig und kostenfrei zur Verfügung stehen. Unser Tipp für einen guten Start? Eine eigene, interessante Fragestellung kann den Einstieg in GIS erleichtern. Und sollte man mal feststecken, gibt es im Internet gut geschriebene, frei zugängliche Anleitungen und Foren mit hilfsbereiten, erfahrenen GIS-NutzerInnen. Also, worauf wartet ihr? Legt am besten gleich selbst los. Hier bei Sapiens zeigen wir euch, wie es geht. Ich habe euch jetzt auch nochmal aus dem Video ein paar wichtige Aspekte rausgezogen. Es hilft ja manchmal auch, das nochmal in einem anderen Format zu sehen, also vielleicht aufgeschrieben. Zunächst noch einmal die Bezeichnung. GIS steht für Geoinformationssystem oder auch Geografisches Informationssystem. Ein wichtiger Aspekt beim GIS ist, dass man darin mit räumlichen Daten arbeitet, also mit georeferenzierten Daten, die man im Raum verorten kann. Dass im Kontext von Arbeiten mit GIS viele kostenlose Anwendungen verfügbar sind. Natürlich nicht nur, es gibt auch viele kostenpflichtige Anwendungen, aber wir werden uns heute wirklich auf die kostenlosen Anwendungen konzentrieren. Und nochmal diese Betonung unserer Seite, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, wie man in einem GIS mit Satellitendaten arbeiten kann. Aber was kann eigentlich ein GIS konkret im Kontext von Satellitenfernerkundung? Darüber wollen wir euch jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen. Wir müssen dafür natürlich auch Satellitendaten nutzen. Wir haben in der heutigen Schulung auch in dem praktischen Teil Satellitendaten von Sentinel-2 ausgewählt. Das ist ein Satellit oder eine Satellitenmission, die zum Copernicus-Programm gehört. Das Copernicus-Programm ist das Raumfahrtprogramm der Europäischen Union und wird unter anderem von der Europäischen Raumfahrtorganisation, der ESA, mitgeleitet. Sentinel-2 gehört zu einer ganzen Flotte an Sentinel-Satelliten. Sentinel, zu Deutsch Wächter,
ist sozusagen das Herzstück des Copernicus-Programms. Und Sentinel-2 konkret ist eine Konstellation aus zwei baugleichen Satelliten, von denen der erste seit 2015 im Orbit ist und der zweite seit 2017. Und Sentinel-2 verfügt über einen sogenannten optischen Multispektralsensor. Hier eine kleine Animation von der ESA, wie der Sentinel-2-Satellit in seinem Orbit fliegt. Und hier diese künstlerische Darstellung der Datenerhebung gibt uns einen ersten Hinweis darauf, was mit Multispektralsensor gemeint ist. Man sieht nämlich hier diese verschiedenfarbigen Bänder oder Banden, die quasi von der Erde nach oben scheinbar schweben. Und in der nächsten Darstellung erkläre ich nochmal genauer, was das sein soll. Denn Sentinel-2 ist eben ein sogenannter Multispektralsensor oder hat einen Multispektralsensor. Und das liegt daran, dass Sentinel-2 in vordefinierten, ganz spezifischen Bereichen der elektromagnetischen Strahlung Daten registrieren kann. Also sprich, wir haben die Sonne, die auf die Erde strahlt und es wird von der Erde dann wieder etwas abgestrahlt. Und das fällt dann in den Sensor des Satelliten, aber eben nicht alles, was abgestrahlt wird, sondern nur ganz bestimmte Wellenlängenbereiche. Und diese Wellenlängenbereiche nennen sich Bänder. Diese sieht man hier auch in dieser Grafik eingetragen. Das sind diese quasi eben auch teilweise verschiedenfarbigen Striche oder Bandbereiche, die jeweils mit einem B und einer Zahl bezeichnet sind. Insgesamt hat der Sentinel-2 13 solcher Bänder. Die sind durchnummeriert von 1 bis 12 und zusätzlich gibt es noch das Band 8a. Bänder 1 bis 6 sind im sichtbaren Bereich, Bänder 7 bis 9 im Bereich des nahen Infrarot und die Bänder 10, 11 und 12 liegen im Bereich des kurzwelligen Infrarot. Wir sehen hier von oben nach unten, nimmt die räumliche Auflösung ab. Also wir haben ganz oben die Bänder 2, 3, 4 und 8 mit einer räumlichen Auflösung von 10 Metern. Also das ist sozusagen die genaueste Auflösung. Darunter die Bänder mit 20 Metern, das sind die Bänder 5 bis 8a sowie 11 und 12. Und ganz unten die Bänder mit 60 Meter Auflösung, das sind die Bänder 1, 9 und 10. Und wenn man die Bänder jetzt noch einmal anders gruppieren würde, und zwar eher so nach Nutzungsbereich, dann würden da Bänder 2 bis 8a in eine große Kategorie fallen. Denn mit diesen Bändern kann man alle möglichen Arten von Landnutzungsanalysen machen, Vegetationsanalysen. Gerade zum Thema Vegetationsvitalität ist Sentinel-2 sehr, sehr gut ausgestattet, weil er eben diese sehr, sehr schmalen Wellenlängenbereiche im sogenannten Red-Edge-Bereich hat, wo man sehr kleine Unterschiede in Pflanzengesundheit wahrnehmen kann. Die Bänder sind aber auch gut für Feuchtigkeits- und Wasseranalysen. Die Bänder 11 und 12 dienen vor allem dazu, Schnee, Eis und Wolken voneinander zu unterscheiden, aber auch für bestimmte Vegetationsanalysen. Und die Bänder 1, 9 und 10 drehen sich komplett um die Atmosphäre, also verschiedene atmosphärische Phänomene wie Aerosole, Wasserdampf oder auch Cirruswolken. Das ist eine Art von Eiswolken. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man diese Bänderstruktur versteht und dass man sich dann vor Augen hält, dass jedes einzelne Band im Kontext vom GIS eine einzelne Datei darstellt. Dazu aber später nochmal mehr. Wir haben jetzt hier noch einmal eine Abbildung von Sentinel-2 stilisiert, der über der Erde schwebt. Außen links sehen wir die Sonne, die ihre Strahlung auf die Erde schickt und ein bestimmter Anteil dieser Strahlung wird dann reflektiert und gelangt in den Sensor von Sentinel-2, der dieses Signal dann wiederum an eine Bodenstation schickt, wo das Ganze dann noch weiter verarbeitet wird und uns zum Download zur Verfügung gestellt wird. Um diese Satellitendaten dann darzustellen, können wir sie zum Beispiel in ein GIS einladen. Und das, wenn wir jetzt einfach irgendeines dieser Bänder einladen würden, also eines dieser 13 Bänder, dann sähe das in der Regel erstmal so aus. Zunächst einmal sieht jedes einzelne dieser Bänder grau aus. Wir wissen jetzt noch nicht einmal, wo diese Abbildung ist, also wo diese sogenannte Satellitenszene sich befindet. In einem GIS würden wir daher wahrscheinlich als einer der ersten Schritte uns die geografische Lage besser verdeutlichen, indem wir eine Basiskarte oder Hintergrundkarte einladen. Und dann würden wir uns wahrscheinlich Gedanken machen, wie wir denn die Satellitendaten tatsächlich darstellen wollen. Denn normalerweise stellt man mehr dar als nur ein Band und hat ja damit auch irgendwas vor.
Daher nochmal ein kurzer Exkurs zum Thema, wie man Satellitenbilder darstellen kann. Man kann das über Bandkombinationen machen. Also man nimmt drei dieser Bänder, die ich jetzt vorgestellt habe, und legt sie quasi übereinander. Oder man berechnet einen Index aus normalerweise zwei Bändern. Ich gehe da jetzt auf jede Methode nochmal kurz ein. Bei Bandkombinationen ist es so, dass man damit zum Beispiel die Erdoberfläche so darstellt, wie wir es mit dem menschlichen Auge gewohnt sind, also auch mit einer ähnlichen Farbgebung. Man kann aber auch Wellenlängen sichtbar machen, die wir mit dem menschlichen Auge nicht sehen können, in diesem Beispiel jetzt Infrarotbereich. Man kann auch bestimmte Objekte oder Zustände hervorheben oder diese sozusagen herausstellen, in diesem Beispiel jetzt urbane Flächen. Das Prinzip von Bandkombinationen ist immer das gleiche. Insgesamt, egal welche Bandkombination man erstellt, hilft sie einem dabei, ein verbessertes qualitatives Verständnis der Szene zu bekommen. Also quasi uns zu zeigen, was überhaupt für Phänomene, für Trends in unserer Szene auftauchen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Echtfarbenbild erstellen will, also eine Abbildung, die so ähnlich ist wie die, die wir mit dem menschlichen Auge sehen würden, bräuchte ich bei dem Sentinel-2-Satellit ganz bestimmte Bänder dafür. Die muss ich erstmal auswählen und bei Sentinel-2 sind das die Bänder 4, 3 und 2. Diese muss ich dann den drei verschiedenen Farbkanälen zuweisen, also dem roten, grünen und blauen Farbkanal, denn auch mit diesen Satellitendaten arbeiten wir mit einem additiven Farbmodell, dem RGB-Modell. Und aus diesen drei verschiedenen Farben können dann sehr, sehr viele andere Farben erstellt werden. Der dritte Schritt ist dann die Kombination oder das Übereinanderlegen dieser verschiedenen Bänder zu einem Echtfarbenbild, in diesem Falle jetzt. Man kann genau der gleichen Logik folgen und dann zum Beispiel mithilfe der Bänder 8, 4 und 3 ein Falschfarbenbild erstellen. Die gleiche Szene sähe dann so aus. Bei dieser Art von Falschfarbenbild sieht man zum Beispiel, dass bei sehr, sehr knallroten Flächen ein hoher Chlorophyllgehalt vorliegt. Das heißt, die Pflanzen auf diesen Flächen sind sehr vital und es gibt einfach sehr starke Vegetation. Aber wir können anhand der Bandkombination noch nicht sagen, wie viel Chlorophyll dort vorhanden ist. Also es ist relativ schwer, anhand der Bandkombination quantitative Aussagen zu treffen. Und deswegen gibt es dann stattdessen Indizes. Bei Indizes ist es so, dass man in der Regel zwei Bänder nimmt und diese miteinander verrechnet. Die Formel, die ich euch jetzt eingeblendet habe, ist so quasi die Standardformel für Indizes. Es gibt noch weitere, aber dieses ist sozusagen die am meisten genutzte Formel. Und bei Indizes ist es so, dass man, wie auch bei Bandkombinationen, mithilfe von einem Index bestimmte Objekte oder Zustände hervorheben kann. Das passiert allerdings eben dadurch, dass man zwei Bänder miteinander wirklich verrechnet und mit dieser einen Formel einfach anhand dessen, dass man zwei unterschiedliche Bänder einsetzt, kann man zum Beispiel einen Vegetationsindex erstellen, man kann auch einen Wasserindex erstellen, aber auch einen Schneeindex kann man so erstellen. Und was all diese Indizes gemeinsam haben, ist, dass sie uns ein verbessertes quantitatives Verständnis der Szene liefern. Also uns anhand der Skala, die ich hier auch immer wieder eingeblendet habe, quasi wirklich quantitativ sagen, zum Beispiel, ja, wie vital denn eigentlich meine Fläche ist und das dann auch vergleichbar machen. Nehmen wir mal den NDVI als bekanntesten Vegetationsindex. Der benutzt auch die gleiche Formel. Und bei Sentinel-2 nutzt man da die Bänder 8 und 4, also ein Band im nahen Infrarotbereich und ein Band im sichtbaren Lichtbereich, was das rote Licht einfängt. Ein Vegetationsindex der gleichen Szene könnte dann zum Beispiel ungefähr so aussehen. Und beim NDVI ist es so, dass die Skala, die ich ja eben auch schon erwähnt habe, immer von minus 1 bis 1 läuft, wobei je höher die Zahl ist, desto vitaler die Vegetation ist. Und alles, was unter 0,2 liegt, wird normalerweise gar nicht als Vegetation gewertet. Jetzt steigen wir ein in einen Teil, der komplett neu ist, und zwar die Datentypen in einem GIS, mit denen wir arbeiten werden auch heute. Wie auch bei anderen Programmen hat man ganz bestimmte Datentypen, die im GIS genutzt werden, und Raster- und Vektordaten sind wohl die allerwichtigsten Datentypen. Ihr kennt diese aber auch eigentlich aus dem
täglichen Gebrauch, auch wenn ihr noch nie mit einem GIS gearbeitet habt. Diese Ansicht kommt euch wahrscheinlich relativ bekannt vor. Das ist ein Screenshot von Google Maps. Hier Nordwest-Berlin, man sieht das Olympiastadion unten links. Und ihr wisst sicher auch, wenn ihr schon mal Google Maps benutzt habt, dass ihr die Ansicht ändern könnt. Also aktuell sieht es ja so ein bisschen aus wie ein etwas unscharfes Foto mit Straßen und einigen Icons drüber gelegt. Man kann die Ansicht auch so hin verändern, dass es dann eher aussieht wie so eine Art abstrahierte Erdoberfläche. Also die Farben sind alle vereinheitlicht, die Formen sind sehr, sehr klar und definiert. Und das sind im Endeffekt schon die beiden Datentypen, mit denen wir auch im GIS arbeiten. Und zwar linker Hand sind das Rasterdaten und auf der rechten Seite sind es Vektordaten. Ich werde jetzt erstmal auf Rasterdaten etwas genauer eingehen. Bei Rasterdaten ist es so, dass uns die Satellitenbilder in der Regel in diesem Dateiformat geliefert werden. Es gibt natürlich auch andere Rasterdaten, aber eben im Kontext von Satellitenfernerkundung ist es gut zu wissen, dass wir die Satellitenbilder in diesem Dateiformat normalerweise vorliegen haben. Die Grundeinheit von Rasterdaten sind Pixel, die in einem Raster angeordnet sind, wobei jeder Pixel genau einem Wert, also einem Zahlenwert oder auch einer Farbe entspricht. Eine kurze Anmerkung zu Google Maps. Man kann jetzt nicht dieses Bild nehmen und in GIS einladen, weil nämlich, wenn man in Google Maps ganz nah ranzoomt, man diese Pixel nicht mehr sieht. Man hat nämlich Google Maps einfach, damit es noch hübscher aussieht und für den täglichen Gebrauch besser nutzbar ist, dahingehend korrigiert. Daher sind die Daten aber für uns unbrauchbar, die wir da sehen. Bei Rasterdaten ist die Auflösung einer Datei oder eines Bildes durch die Pixelgröße limitiert. Was genau bedeutet das? Wir hatten uns letzte Woche schon mal mit räumlicher Auflösung beschäftigt und hier haben wir auch nochmal das Beispiel herangezogen. Hier mal eine Szene von einem Flugzeug aus aufgenommen mit einer Auflösung von 20 cm. Was heißt das? Das bedeutet, wenn ich da reinzoomen würde, bis ich nur noch einen Pixel sehe zum Beispiel, dann würde die Kantenlänge dieses Pixels im wahren Leben auf dem Boden dann einer Auflösung von 20 cm entsprechen. Man könnte bei der Auflösung wahrscheinlich noch ganz gut einen Hund erkennen, zum Beispiel einen größeren. Hier im Vergleich eine Aufnahme eines Satelliten mit einer 3 Meter Auflösung. Das heißt, bei der räumlichen Auflösung kann man vielleicht noch ein größeres Auto erkennen. Bei einer räumlichen Auflösung von 10 Metern, wie zum Beispiel der von Sentinel-2, haben wir vielleicht noch so die Umrisse eines größeren Gebäudes ganz gut im Blick. Und bei einem Satelliten wie Landsat 8, der nur eine räumliche Auflösung von 30 Metern hat, kann man eigentlich wirklich nur noch ganze Landschaften gut erkennen. Alles, was kleinteiliger ist, ist dann eigentlich nur noch Pixel. Bei Rasterdaten ist es allgemein so, dass sie relativ viel Speicherplatz benötigen, weil man es immer mit großen Datenmengen zu tun hat. Das ist natürlich relativ, also bei einer sehr hohen räumlichen Auflösung, wie zum Beispiel einem Luftbild, braucht man für den gleichen Bildausschnitt mehr Speicherplatz. Die Datei wird größer sein, als wenn die Auflösung 30 Meter beträgt. Aber insgesamt ist es gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass das Rechnen mit Rasterdaten im Computer auch relativ viel Rechenpower quasi benötigt. Dafür ist es relativ unproblematisch, die Daten zu erheben, die dann in Rasterdaten einfließen, wenn man es zum Beispiel über einen Satelliten oder ein Flugzeug macht, weil man so sehr, sehr schnell flächenhafte Phänomene gut erfassen kann. Sei es jetzt einfach eine Echtfarbenansicht, aber auch eher abstrakte Sachen wie die Oberflächentemperatur oder Luftdruck, die man dann pro Pixel eben spezifisch angeben kann. Man sieht eigentlich schon direkt bei Rasterdaten, was man bekommt sozusagen. Man hat es mit einer einfachen Datenstruktur zu tun und man kann nicht wirklich Zusatzinformationen ablegen. Man kann keine Attribute zuordnen. Das Allerhöchste, was man hinzufügen kann, sind Höhendaten normalerweise. Vektordaten sind ein Datenformat, was die Rasterdaten auch sehr gut ergänzt. Ihr habt vielleicht auch schon mal den Begriff Vektordatei oder Vektorgrafik unabhängig von GIS gehört. Und Vektoren können auch noch ganz andere Dinge als das, was ich euch jetzt erkläre. Aber im Kontext von Fernerkundung und Satellitendaten ist es so, dass wir Vektordaten oft dazu nutzen,
Satellitenbilder weiter zu bearbeiten oder einfach die Informationen, die wir aus Satellitenbildern gewinnen können, noch zu präzisieren. Vektordaten haben Grundobjekte, das sind sogenannte Features und das sind drei sehr simple geometrische Einheiten, Punkte, Linien und Polygone. Das sieht man hier rechts auch ganz gut nochmal in diesem Ausschnitt von dem Screenshot, den ich gemacht habe. Die Grundeinheit sind XY-Koordinaten, was eine sehr hohe Präzision ermöglicht. Und Vektordateien können ohne Qualitätsverlust skaliert werden. Anders als bei Rasterdaten, die dann irgendwann eben nur noch Pixel zeigen, kann man eine Vektordatei theoretisch ins Unendliche vergrößern. Ein Vorteil von Vektordaten ist, dass sie relativ wenig Speicherplatz in Anspruch nehmen und man es mit kleinen Datenmengen zu tun hat, die jeweils auch nicht besonders viel Rechenkapazität erfordern. Man kann aber im Hintergrund so einer simpel aussehenden geometrischen Form eine komplexe Datenstruktur anlegen. Vektordaten verfügen über eine Attributtabelle, in die man verschiedenste diskrete Attribute, also Merkmale, eintragen kann, wie zum Beispiel Städtenamen, Längen von Flüssen, aber auch theoretisch Werte, die überhaupt nicht in dieser Vektorgrafik direkt sichtbar sind, also sowas wie Einwohnerzahl oder sowas. Da ihr ja alle schon mal Vektordaten gesehen habt, jetzt einmal eine Frage an euch von mir. Ich würde euch bitten, einfach mal ein paar Beispiele einzutragen aus ja so eurer Umgebung, der Landschaft, die ihr so kennt. Wie würdet ihr solche Dinge darstellen, beziehungsweise was würdet ihr als Polygone darstellen, was würdet ihr als Linien darstellen und was würdet ihr als Punkte darstellen? Ich sehe, ihr habt schon ziemlich coole Ideen, wie ihr was darstellen würdet. Als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, habe ich mir bei Polygonen zum Beispiel aufgeschrieben, Gebäude, Seen, Meere, Parks, so ähnliche Punkte habe ich bei euch auch gesehen. Landesgrenzen, Flüsse, Straßen, bei Linien und bei Punkten habe ich erstmal so Punktfeature geschrieben. Und hier habe ich dann nochmal spezifiziert, das bezieht sich aber eigentlich auf jede Kategorie. Es kommt extrem auf den Maßstab an. Also wenn man selber auswählen kann, welche Art von geometrischer Form man einsetzt, dann sollte man sich eben auch Gedanken machen darüber, was man eigentlich genau darstellen will und wie wichtig es ist, ob dieses etwas zum Beispiel jetzt eine naturgetreue Form hat oder ob es reicht, eben irgendwo einen Punkt hinzumachen. Also es gibt definitiv Dinge, die werden tendenziell immer als XY dargestellt, aber es kommt eben wirklich darauf an, in welchem Maßstab wir uns bewegen. Hier habe ich euch nochmal einen Direktvergleich erstellt von den Eigenschaften von Raster- und Vektordaten. Vor allem, um euch nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Datentypen teilweise wirklich genau gegenteilige Eigenschaften haben und dass man genau deswegen sie eben auch gut kombinieren kann, um Dinge zu erreichen. Kleine Bemerkung am Rande, man kann diese beiden Datentypen auch ineinander umwandeln in einem GIS. Das machen wir heute zwar nicht, aber es gibt immer wieder auch Beispiele, weswegen man das machen wollen würde. Und es ist auf jeden Fall in beide Richtungen möglich. Bevor wir wirklich ins GIS einsteigen, eine etwas abstrahierte Ansicht, was in einem GIS eigentlich passiert. Wir hatten ganz am Anfang schon mal von einer Basiskarte gehört. Was man in einem GIS macht, ist im Endeffekt so ein bisschen wie früher mit den Overhead-Projektoren, wo man verschiedene Folien übereinander gelegt hat. Im Kontext von GIS nennt man das auch Layer. Man fängt normalerweise mit einer Basiskarte an. Man braucht die nicht für alles, aber sie ist ganz hilfreich, um eben diesen geografischen Kontext klarzustellen. Und dann kommt die nächste Layer oder die nächste Folie sozusagen obendrauf. Nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Raster-Layer, weil es ein Satellitenbild ist, zum Beispiel von Sentinel-2. Und dann nutzen wir oft verschiedene Vektordaten, um diese Szene besser zu verstehen. Zum Beispiel, indem wir die Waldflächen uns spezifisch anzeigen lassen und die als gesonderten Vektorlayer in Form von Polygonen darüber legen. Oder auch einen Vektorlayer aus Gewässern. Man kann die dann auch jeweils aus dem Satellitenbild selber extrahieren. Es kommt so ein bisschen auf den Kontext drauf an, was man damit macht. Und wenn man jetzt sagt, mich interessiert eigentlich nur ein bestimmter Ausschnitt dieses Satellitenbildes, dann kann man sich auch ein Untersuchungsgebiet aufziehen. Auf Englisch nennt man das auch Area of Interest oder AOI.
Wir haben das jetzt euch nochmal mit aufgeschrieben, weil ihr diese Abkürzung relativ häufig finden werdet im Kontext von GIS. Und wenn ich jetzt sage, ich habe innerhalb meines Untersuchungsgebiets noch ganz besondere Punkte, Punktfeatures sozusagen, die ich wichtig finde, dann kann ich die auch markieren, eben mit Hilfe von Punkten, die ich auch in einem gesonderten Vektorlayer ablegen kann. Und solche nennt man dann normalerweise Point of Interest oder POI. Wenn man das Ganze jetzt in einem GIS betrachten würde, dann würde man ja alle diese Layer gleichzeitig sehen. Das würde dann ungefähr so aussehen. Also wenn ihr euch nochmal den Overhead-Projektor vorstellt, dann wäre das von quasi oben so die Ansicht dessen, was wir jetzt gerade übereinander gestapelt haben. Hier nochmal ein paar Beispiele, quasi praktische Beispiele, wie sehr, sehr häufig auch in verschiedenen Bereichen Raster- und Vektordaten kombiniert werden. Hier ein Screenshot einer Anwendung der NASA. Das ist die Seite Worldview, wo man ganz verschiedene natürliche Phänomene sich anzeigen lassen kann. Und gerade Feuer ist ein Thema, wo Worldview einen sehr guten Überblick bietet. Diesen Screenshot habe ich gemacht von einer sibirischen Permafrostregion und die zeigt uns im Hintergrund ein Satellitenbild und eine Ebene darüber sozusagen, könnte man sich auch einen Layer vorstellen, mit orangenen Punktfeatures, der Vektorlayer, und der zeigt uns einfach, wo jeweils ein Feuer stattfindet, also Brandherde quasi. Es gibt uns aber erstmal keine Auskunft darüber, wie lange diese Feuer da schon sind oder wie groß sie sind. Wir sehen sozusagen nur, was an dem Tag, den wir unten links spezifiziert sehen, dem 8. August 2021 in der Gegend los war. Hier mal ein Beispiel mit Sentinel-2-Daten aus dem Jahr 2019. Da hat jemand auch ein Satellitenbild genommen und hat aufgrund der spektralen Informationen für die einzelnen Felder einen Vektorlayer erstellt mit Polygonen, die unterschiedlich eingefärbt sind, die verschiedene Anbauarten oder Feldfrüchte zeigen. Dann nochmal ein Beispiel, wo bei dem Vektorlayer auch eine Differenzierung stattgefunden hat zwischen den verschiedenen Punkten. Also wie jetzt auch gerade mit den Feldern zum Beispiel, eben hat man zwar die gleiche geometrische Form, aber unterschiedliche Färbungen. Hier haben wir es aber mit einer Risikokarte zu tun. Also wir sehen nicht anhand dieser Punkte, was da gerade ist, sondern eher, was sein könnte. Also wie hoch das Risiko ist, dass es dort zur Erosion kommt. Und gerade so eine Ansicht lässt vermuten, dass bei diesem Vektorlayer im Hintergrund eine ausführliche Attributtabelle steht, anhand derer man das dann berechnen kann und daraufhin dann die verschiedenen Punkte einfärbt. Wir haben jetzt schon das Ende unseres ersten Wissensbausteines erreicht und ich habe noch einmal 5 kurze Verständnisfragen für euch. Und die erste Frage lautet: Was versteht man unter Satellitenbändern? Da lautet die richtige Antwort, dass die Satellitenbänder die Wellenlängenbereiche sind, in denen Satelliten Daten aufzeichnen. Und das habt ihr auch alle richtig beantwortet. Die nächste Frage lautet, wie sich die räumliche Auflösung eines Satellitenrasterbildes definiert. Da lautet die richtige Antwort, dass man das über die Kantenlänge eines Bodenpixels definiert. Es haben 2 Leute von euch geantwortet, dass das über den Satellitentyp ist. Natürlich gibt der Satellitentyp darüber eine erste Einschränkung. Also es ist nicht so, dass jeder Satellit in jeder räumlichen Auflösung aufnehmen kann. Aber wenn ihr an den Sentinel-2-Satelliten denkt zum Beispiel, der hat ja Bänder mit 3 verschiedenen räumlichen Auflösungen. Also das hängt jetzt nicht nur daran, dass es der Sentinel-2 ist oder dass das ein optischer Multispektralsatellit ist oder so. Die nächste Frage lautet, welchen Vorteil Indizes gegenüber Bandkombinationen bieten? Die richtige Antwort lautet, dass ein Index gegenüber Bandkombinationen vor allem zu einem verbesserten quantitativen Verständnis führt. Das haben auch die meisten von euch so beantwortet. Bei den anderen 2 Optionen war das ein bisschen gemein, weil die stimmen sowohl für Bandkombinationen als auch für Indizes zu. Also man kann mit beiden auch unsichtbare Wellenlängen visualisieren und man kann auch mit beiden bestimmte Objekte oder Zustände hervorheben. Und dann noch eine Richtig- oder Falschfrage für euch.
Und zwar ist es richtig oder falsch, dass Vektordaten generell mehr Speicherplatz benötigen als Rasterdaten? Das habt ihr alle richtig beantwortet. Vektordaten sind eben tatsächlich sehr speicherplatzfreundlich. Und die letzte Frage ist auch eine richtig oder falsch Frage. Vektordaten können zusätzliche Attribute zugeordnet werden. Richtig oder falsch? Da lautet die richtige Antwort, dass das stimmt. Und das habt ihr auch alle richtig beantwortet. Wunderbar. Ihr habt aufgepasst oder seid schon totale Experten. Eins von beiden. Oder beides. Wer weiß.